hinter mir, sticht mir den Rücken. Dagegen rollen. Können wir auch gleich ausprobieren. Aber weil da halt die Geste angezeigt war. Und Hallöchen, Redeemer, einen wunderschönen. Redeemer, Redeemer. Ich habe halt auch noch nicht alle Gesten. Das ist halt wirklich das Problem. Darum kam ich auch bei dem einen Turm nicht weiter. Verbeugung. Vielleicht nehmen wir nur mal eine Verbeugung. Auf der Map sieht man doch so ein grünes Gebiet. Da, wo du bist, hast du schon mal versucht, dahin zu gelangen? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe nur von der Klippe oben runter geguckt. Da war ich noch nicht. Kriege ich da die Geste? Und Sporling, danke übrigens für die Kanalpunkte. Vielen lieben Dank. Muss ich da vielleicht nochmal hingehen, damit ich da die Kanalpunkte bekomme? dass ich da die Dings kriege oder was? Aber ich finde das halt komisch, weil guck mal, er macht ja die Geste. Und das ist ja eigentlich die tiefe Verbeugung. Und die habe ich schon. Die habe ich eigentlich schon. Ah, obwohl, nicht ganz. Doch. Das habe ich. Verstehe nicht, warum ich da nicht reinkomme. Also das mit der Geste an einem Ort ist mir neu. Aber wenn du allgemein das Gebiet erkunden willst, würde ich empfehlen, zu dem grünen Gebiet erstmal zu gelangen. Ja, ich will ja auch hier noch rumlaufen. Aber das scheint mir alles derzeit verschlossen zu sein. Nur finde ich es halt komisch, dass Neo sagt, dass er hier weiter konnte. Worthy tarnished. Wo ist denn das Gemach der Fürsten? Das muss ja oben irgendwo sein. Ist alles miteinander verknüpft. Okay, ja, dann gucken wir uns erstmal das andere Gebiet vielleicht an. Oder vielleicht haben wir hier irgendwo was übersehen. Vielleicht durch den Kamin. Es werde Finger! Ist halt nur dieser Esssaal. Komisch. Dass ich da weiterkam, habe ich nicht gesagt. Achso. Es gibt ja auch mehrere Wege ins Schloss. Ja, das habe ich ja auch schon mitbekommen. Aber es ist schon krass, dass ich da nochmal hinspawnen musste, damit dann der Typ da sitzt. Finde ich auch interessant. Müssen wir von hier da runter vielleicht? Oh, heute ist Freitag, ne? Oder weiß ich, wen wir nachher raiden? Der Kingcom, der streamt nämlich auch gleich Elden Ring. Oder macht das sogar schon. Weil da südlich, da ist so eine Schlucht. Ja, hier wahrscheinlich, ne? Ich glaube, hier kommt man irgendwie irgendwo auch runter. Und dann müssen wir dort noch zu dieser Burg da. Da unten ist, glaube ich, auch eine Gnade oder irgendwie sowas. Da sind ja wieder die Ritter. Oder kommt man hier? Vielleicht kommt man da hinten eher runter, bei dem anderen Gebiet? Bei der Burg hat es so richtig Frust gehabt. Ja, es gibt so manche Bereiche, die halt wirklich echt schwer sind, muss man sagen, ne? Oben mit dem Tunnel? Kurz gucken. Ich fand die Burg gar nicht schlimm. Ja, es ist ja auch immer unterschiedlich, ne? Der eine findet das schwer, der andere findet das nicht schwer. Also ich muss sagen, bisher fand ich das, dieses Schneegebiet. Das fand ich halt richtig krass anstrengend jetzt. Da habe ich gemerkt, da bin ich halt wirklich noch zu schwach für gewesen. Weil die haben mir echt gut Damage da gegeben. Das fand ich... Also da musstest du halt wirklich gucken, dass du nicht nur Damage machst, sondern halt auch wirklich nochmal zurückgehst und versuchst, dich ein bisschen zu verteidigen. Das war schon echt bitter, muss ich sagen.
Guck mal, weil ich dachte, vielleicht kann man hier weiter, aber ich glaube, hier ist zu. Meine Kopfschmerzen tun ganz schön weh. Aber ich will noch ein bisschen weiter spielen und erkunden. Aber da lang. Vielleicht gar nicht runter. Guck mal, da kann man noch was looten. Hey, ich hätte hier gar nicht hochgehen müssen, ist ja witzig. Ist aber auch schon wieder kacke, dass wir das jetzt im Dunkeln hier schon wieder erkunden, ne? Wir machen es uns immer ein bisschen schwierig. Sporling, gibt es dort einen Magier im engen Raum? Da kotzt du im Strahl. Du spoilerst, Sporling! Ja, das war, ich weiß doch, ich finde auch schon den Weg. Ich komme auch schon hier irgendwie durch. Nicht spoilern, was man irgendwo in irgendwelchen Räumen. Ach, als Magier. Ach so, in eng. Ach so, wenn du selber das spielst, weil die Räume so eng sind. Ja, das ist, glaube ich, in Festungen echt nicht so einfach. Wenn man da wirklich mit Gegnern zu tun hat, wenn da gleich mehrere hinter der Wand irgendwie lauern oder so und du halt ein bisschen Abstand brauchst, das stelle ich mir schon schwierig vor, tatsächlich. Ist auch ein Grund, warum ich mich nicht dazu entschieden habe, ich habe extra aufgepasst, alles gut. Ich dachte, du hättest gespoilert. Ich habe halt nicht richtig gelesen, wahrscheinlich. Das ist dann schon echt nicht so einfach, weil du ja auch ein bisschen Abstand brauchst. Guck mal, da vorne glitzert schon, da ist eine Gnade. Und so wie es aussieht, ist hier überall Scharlachfäule oder irgend so ein Dreck. Die Frage ist... Das sind ganz schön eklige Finger, die da im Boden stecken. Die Frage ist, wie kommt man da rein? Darüber hüpfen mit dem Pferd wird, glaube ich, schwierig, aber da liegt auf jeden Fall irgendwas. Ist hier eine Schlucht? Das sieht so dunkel und düster hier unten aus. Wie sind das einzelne... Das sind gar keine Finger, das sind Schnecken. Das sind gar keine Finger. Ich dachte, das wären Finger, die da so aneinander rumfummeln. Das sind irgendwelche fucking Schnecken. Schneckis. Aber wenn ich hier sitze, kriege ich dann... Nee, kriege ich nichts ab. Dass mein Pferd hier einfach keine Verseuchung bekommt, ist auch krass, oder? Guck mal, die Füße sind schon ganz grün. Schimmelfüße. Das sind keine Schnecken.
widerliches kleines Schwein. Da oben ist eine Gnade. Ruckelt das gerade? Okay, Herbeirufung haben wir aktiviert. Sieht ja alles sehr vielversprechend aus. Ich mach mal kurz. Ja, jetzt resette ich das kurz wieder. Ich mach mal, dass es Tag ist. Das ist mir echt zu dunkel. Ich sehe sonst nichts. Sonst sehe ich hier nichts, Leute. Da bin ich blind. Klo müsste ich auch mal bald wieder. 34 Minuten, dann haben wir noch mal Werbung. Vielleicht gehe ich einfach eine halbe Stunde noch mal pinkeln. Oh, wer ist denn das da? Ja gut. Dreht er sich auch um? Ah, okay, das sind Feuerkämpfer. Sehr gut zu wissen. Also wirklich hell ist es jetzt noch nicht geworden, ne? Das ist ein Parfüm-Boy. Ich hier hinsetzen, ey. Ich rutsche schon wieder mit meiner Hose runter. Schon wieder hier am Pupsen. Da oben war ja auch... Fuck. Scheiße, das sind Schnecken. Da ist ein Gemälde. Ich würde gerne mal wissen, wie viele von diesen Gemälden wir einfach übersehen haben. Ich glaube, das ist nicht nur eins. Und das müssen wir irgendwann mal machen, dass wir da wirklich hinreisen. Zu diesem Lied der Helden. Zu diesen einzelnen Gemälden. Da müssen wir Gemälde. Da müssen wir wirklich hinreisen. Ih, mein ganzes Cape ist dreckig. Pfui. Kann. Ich finde das so witzig. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Wir müssten hier hoch. Da ist auch noch irgendwas, was wir looten können. Aber ich weiß nicht, ob man da so hochklettern kann, einfach. Randalier da richtig, misch den Laden mal auf. Und hier habe ich das Gefühl, es ruckelt. Vielleicht ist das... Oh! Vielleicht ist es auch einfach nicht der richtige Weg. Ah, da ist eine Leiter. Hm, die habe ich gar nicht gesehen. Hoch die Hände, Waffenhände! Nee, wir müssen da unten lang. Das ist ja widerlich. Vor allem dann mit dieser Seuche da, die wir die ganze Zeit abkriegen. Das soll nicht dann in Panik geraten, ne? Muss man schon vorher eigentlich gucken, wo man hin muss.
überall solche. Den Stein anscheinend nicht. Oh, da ist ein riesengroßer Schneckenhaufen. Da gibt es anscheinend richtig guten Loot, Leute. Die Schnecken machen da Rambazamba. Da ist der geile Scheiß. Es sieht tatsächlich immer mehr aus, als es dann eigentlich ist, ne? Ich dachte, das wären die jetzt gerade mehr, die hier gesessen hätten. Okay, hier geht's hoch. Oder auch nicht. Preiset verrotten! Ja, wie kommt man da oben hoch, frage ich mich. Zu dem da. Wahrscheinlich über die Mauer hüpfen und dann da hoch. Die wollten hoch zu dem. Mhm. Die zeigen ja schon immer ein bisschen an, wo irgendwelcher Loot ist oder sowas. Die klein und gierig sind. Kommen wir von oben da irgendwie noch dran. Oder wir gehen da links erstmal noch gucken. Können wir mal da links noch mal schauen, was es da gibt. Auch wieder ein Schnecken-Happening. Vorsicht vor rechts. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ruckelt hier bei mir. Wenn ich hier lang laufe. Guck mal, seht ihr, dass es nicht flüssig läuft? Hakiri! Nein, nicht mich mit Stein bespritzen! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, damit habe ich auch nicht. Damit habe ich aber auch nicht gerechnet, dass er sich heilt. Das blöde Schwein. Boah, ganz komische Optik, dass das hier so schief ist. Mal kurz meine Grütze erstmal von mir ab. Dann können wir da runtergehen. Vorne ist so eine Schnecke, da gibt es auch nochmal Blut. Auf dem Haus, da kann man auch nochmal weiterlaufen. Also ich glaube, wir gucken uns erstmal hier unten um. Ehe wir dann entweder die Treppe nehmen oder da hinten hochgehen. Bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher, wo wir genau hingehen wollen. Mal gucken! Ich habe Antigift-Globuli, ja. Ich habe tatsächlich auch welche beim Händler gekauft, aber... Also selber bauen kann ich die, glaube ich, noch nicht. Doch. Aber, ja, weil ich meine irgendwie nicht. Ich warte lieber einfach. Ih, was sind das denn für Viecher? Chameleons mit Riesenaugen. Nein! Bitte spritzt hier nicht irgendeine Scheiße. Oh, oh, ich bin gleich tot. Müsste auch mit der Seife weggehen. Mit was für einer Seife? Sie müssen sich mit der Lotion eincremen. Cremen Sie sich mit der Lotion ein. Oh, das dauert ja Ewigkeiten, bis das weg ist. Da habe ich aber tatsächlich nichts gegen, oder? Todespest. Doch, das ist es, glaube ich, ne? Aber das kann ich nicht selber herstellen. Das, da würde ich, glaube ich... Hm, warte ich lieber. Dein Abenteuer. Spiel, wie du es für richtig hältst. Alles gut. Alles gut. Hier hat schon wieder keiner eine Nachricht geschrieben. Oh mein Gott! Goldene Runen 6.
Bullshit. Ja, das war richtig knapp gerade mit dieser Todespesta. Ja, wir müssen kurz warten. Das geht ja so schnell hoch. Ich bin da genau reingerollt. Das war nicht clever. Das ist nicht so gut, da reinzurollen. Ja, fast war ich tot. Das war schon wie auf Messerschneide. Die haben irre kleine Augen. Wenn du mal genau hinschaust, sind das nicht ihre Augen. Nein? Was sind das dann? Keine Augen? Doch, das sind doch ihre Augen, oder nicht? Was soll das sonst sein? Doch, das sind doch ihre Augen. Da ist doch ein Mund. Das sind so Eidechsenfrösche. Schau mal am Maul. Ja. Das sind doch die Augen. Ganz klein. Nein, das sind ihre Augen, Leute. Sag mal. Kann ich richtig gucken, oder was? Braucht ihr auch seine großen Augen? Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Kannst du glauben? Wenn ich dich so ansehe, ist mir alles andere egal. Hallo? Feuer fett mit Kordel. Ist das ganz schön tief? Da kann man gar nicht so richtig durchlaufen. Bäh. Okay, raus hier aus dieser Sülze. Diese Fake-Augen dienen zur Ablenkung. Wirklich? Okay, krass. Ich dachte, das wären halt diese großen... Die großen Äuglein wären halt wirklich die Äuglein. Das ist aber schon echt eklig von diesen Parfümleuten, dass sie hier mit diesen komischen Viechern chillen, oder? Würde ich mir ja mal Gedanken machen. Ich bin nur ein Kürbisköpfchen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ein Schießpulver woanders hinschießen. Die finde ich auch eklig, muss ich sagen. Ich glaube, rechts war auch noch einer gestanden, oder? War das nur der Parfum? Ah, da ist noch einer. Vor allem, wenn die immer mit Hands up so zu einem und gerannt kommen und dann hier einfach einen umarmen wollen. Einen den Todeskuss verpassen. Hm, diese große Pflanze da noch. Ah, ich finde es schon krass gemacht bei Elden Ring, wie einfach so jeder Bereich so seinen ganz besonderen Touch hat und halt auch so seine Figuren hat, die halt wirklich nur in diesem Bereich halt irgendwie vorhanden sind. Das haben sie wirklich clever gemacht, muss ich sagen. Also gibt es einen Charakter, den ihr besonders ungern bekämpft in Elden Ring? Also wo ihr wirklich so sagt, das ist so euer Hass,
Boss vielleicht auch? Oder das sind die Charaktere, gegen die ihr nicht so gerne spielt? Weil bei mir sind das definitiv Skelette, muss ich sagen, die sich halt irgendwie wieder aufbauen, obwohl man die eigentlich schon platt gemacht hat. Sonst muss ich sagen, ja, Kürbisköpfchen finde ich ganz schön stark. Also gerade, weil der diesen dicken Kopf hat, der ihn irgendwie schützt. Bären, oh mein Gott, ja. Bären, die sind einfach so unfassbar stark. Gerade diese großen Grizzlies. Also die kleinen Bären sind ja noch völlig in Ordnung. Aber diese großen Bären, die sind schon bitter. Und alles so, was so ein bisschen rumfliegt und flattert, finde ich auch ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Also gerade so diese scheiß Libellen. Stellt mal vor, es gibt einfach einen Boss, der eine Libelle wäre. Das wäre so richtig scheiße. Stellt euch vor, die würden wieder auferstehen. Das wäre auch richtig eklig. Wenn du die eigentlich schon bekämpft hast, dann kommen die einfach wieder. Wäre auch bitter. Okay, warte mal kurz, dann klettern wir da unten nochmal in die Sülze rein. Dann gehen wir hier auch nochmal einmal lang und dann nehmen wir die Leiter hoch. Obwohl, da geht's glaube ich noch weiter, ne? Kolibri-Boss! Ja, okay, der sieht aber schick aus. Obwohl ich sagen muss, da dieser eine Waldgott-Boss, den... Oh, nee. Den fand ich wiederum echt cool gemacht. Obwohl der ja auch so ein bisschen fliegen konnte. Komme ich da jetzt hier wieder hoch? Ah, hier, okay. Den kann ich nicht anvisieren, der ist also schon tot. Ja, siehst du mal, Bolis haben wir gekriegt. Sehr, sehr schön. Alle sofort tot. Die Riesenaffen sind echt... Ey, dass ich einmal Affe gesagt habe. Ich weiß nicht, warum ich da drauf kam, dass das ein Affe wäre. Ich habe mich, glaube ich, in dem Moment so erschrocken gehabt, dass ich halt einfach dachte, dass das ein Affe gewesen wäre. Darum habe ich so geschrien, ein Affe! Dabei war es halt der Bär gewesen. Aber das war auch lustig. Das war auch ein cooler Clip tatsächlich. Hat auch gut Spaß gemacht gehabt. Okay, also hier könnte man theoretisch, glaube ich, auch reingehen. Hätte man hier außen hochklettern können. Aber eine... Eine Gnade oder sowas gibt es hier nicht, ne? Vielleicht hier hinterm Schloss irgendwo? Da liegt auf jeden Fall was. Das können wir uns doch nicht einfach so holen. Kommt dann Troll runtergesprungen oder was passiert jetzt hier? Werden wir in irgendein Loch reingesogen? Ich hole mir erstmal den Pilz. Wenn wir Prioritäten setzen, erstmal den Pilz holen. Ist das wieder irgendeine Kugel oder eine, sowas, eine Perle oder sowas? Ein Sternsplitter. Ach krass, okay. Ich habe echt so krass Mikrofreezes, wenn ich mich umgucke. Wenn ich so ein bisschen am Umherruckeln bin. Ich hätte jetzt gerne eine Tüte Schokobonbons. Ich kann dir noch ein paar M&Ms anbieten, wenn du möchtest. Hier, die Tüte ist... Greif zu. Habe ich jetzt die letzten Tage immer wieder genascht. Darfst du gerne was dazu haben? Oder meinst du diese Schokolinsen, die so umzogen sind mit so einem...
Dragé-Zuckerguss, wo in der Mitte Schokolade drin ist und dann schmeckt das so ein bisschen noch pfefferminzig. Die esse ich zum Beispiel auch gerne. So eine Minz. Wie heißen die? Minzlinsen oder sowas? Schokolinsen mit Minze? Finde ich eigentlich auch ganz lecker. Ja, ich habe wirklich in letzter Zeit echt zu viele Süßigkeiten bekommen. Bin ich sehr dankbar drüber, aber die reichen mir jetzt, glaube ich, fürs nächste, fürs ganze Jahr. Reichen die mir jetzt erstmal. Wenn wir hier vorne keine Gnade finden, dann gehe ich, glaube ich, hier nicht. Sonst muss ich den ganzen Weg ja wieder langlaufen. Ich gehe, glaube ich, einmal erst kurz noch mal rein. Wenn da keine Gnade ist und da so ein riesengroßer Ritter liegt, dann gucke ich lieber drinnen noch mal, ob da irgendwo eine Gnade ist. Ah, kurz AFK. Kein Problem. Es ist genehmigt. Du bist freigesprochen für die nächsten 5 Minuten. Andersrum, wenn wir uns jetzt an die Gnade setzen, müssen wir auch hier wieder alles machen. Ach, ist immer schwierig mit dieser Gnaderei. Okay, und die Leiter war vorne an dem Anbau dran. Ja.